dicke Sahne. Was ist denn, wenn man oben noch so einen Schuss kalte Sojamilch oben drauf macht? Das ist lässig, habe ich gehört. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem kleinen neuen Testprojekt. Und zwar ist das der Espresso-Tycoon, wie ihr es hier auch sehen könnt, da oben. Prolog heißt eigentlich immer so Demo-Version. Das heißt, man kann es mal so ein bisschen antesten, mal schauen, wie es so funktioniert. Und es ist halt auch noch nicht richtig draußen. Das Interessante ist, dass es ein Underwater-Café ist, also ein Unterwasser-Café. Ich habe mir gedacht, wir können ja mal ein Starbucks nachbauen vielleicht. Keine Angst also, Leute. Das ist erstmal kein neues Projekt, sondern erstmal nur ein Reinschauen und ein Gucken, ob es uns gefällt. Und dann können wir immer noch mal später schauen, ne? Wenn das Spiel dann wirklich draußen ist. Ich liebe diesen Ladebalken. Wenn da steht, hier, lästige Kunden werden angelockt. Das ist wie bei den Sims früher. Da war das mal rot. Der Teppich wird ausgerollt. Das war so gut. Einige Kunden lassen Müll zurück. Du brauchst sie nicht zu belehren. Es ist schneller, einfach aufzuräumen. Ah, okay. Ja, das ist auch hier. Sind immer so ein paar kleine Tipps, die dir gegeben werden. Da muss ich direkt gerade ans Kino denken. Wenn Leute ins Kino gehen, ich habe eine lange Zeit im Kino immer noch nebenbei gearbeitet, dann ist es aber so, die lassen einfach ihren Müll liegen und die kicken dann auch nochmal gegen das Popcorn und die denken immer so, naja, ist ja ein Preis inbegriffen, aber irgendjemand muss es ja wegmachen, ne? Also ich habe Mitleid mit allen möglichen Verkäufern, die, oder keine Ahnung, auch bei H&M, die ganzen Sachen dann wieder zusammenlegen müssen. Man guckt das so einmal an, nimmt das so hoch und schmeißt das dann wieder irgendwie hin. So, es tut mir leid, irgendjemand muss es immer wieder wegmachen. Vielleicht sollte man einmal in so einem Bereich gearbeitet haben, damit man weiß, was das wirklich bedeutet. Okay, wir starten mal die Mission. Bin ich ja eigentlich gerade in Ordnung in der Ecke? Aktuell ja. Ich muss nochmal gucken, ob ich mich später woanders hinsetzen muss. Gut, wir brauchen eine Marke. Logo. Tja, was brauchen wir denn da? Wir nehmen auf jeden Fall sowas zum Takeaway, würde ich sagen, so zum Mitnehmen. Oder einfach nur einen Stern. Oder eine Krone, weil wir sind so unfassbar. Oder wir sind teuer. Kann ich die wegkicken? Nee, kann ich nicht. Deswegen machen wir ein Dollarzeichen drauf. Dann wissen die Leute direkt, wo es los, was los ist hier. Nee, eine Insel, ein Herz. Nee, Flugzeug. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, man könnte auch so einen Donutladen machen. Vielleicht für zukünftige Läden wäre das auch eine Idee. Mein Gott, was gibt's hier alles? Ich würde sagen, ich nehme einfach hier den, ne? Weil wir machen ganz viel Kaffee zum Mitnehmen. Hoppala. Ist auf jeden Fall jetzt meine Planung. Wir klauen natürlich nicht die Marke. Wir heißen natürlich nicht Starbucks, sondern wir heißen Barstucks. Das passt doch. Schriftart kann ich auch noch ändern, aber die sieht eigentlich schon sehr gut aus. Ja, das ist mir zu dünn. Ich glaube, die erste war schon... Oh, die ist aber auch nicht schlecht. Die sieht so ein bisschen stylisch aus. Wait, die finde ich auch gut. Ha, ist die zu dünn? Ich finde die irgendwie ganz nett. Farbe, was haben wir denn hier? Oh mein Gott. Ach so. Ich meine, wenn wir so in Richtung Starbucks gehen, dann nehmen wir natürlich dieses Grün hier. Ja, wir nehmen das. Ich glaube, ich muss aufräumen. Kapitel starten. Okay, ich kann wechseln in den Kinomodus hier. Ah... Jetzt kann ich hier so laufen. Kann ich hier einfach so durch? Oh, ich kann einfach rein. Na gut. Das heißt, hier könnte ich mich dann richtig umgucken, wenn ich dann hier so drinne bin und dann... ich bin eine Maus. Oh Gott, ich bin eine Maus. Hilfe. Kamera zurücksetzen. Ja, da. Ich muss auf jeden Fall erstmal sauber machen. Wir machen erstmal hier den Müll weg. Da ist Dreck. Und dann machen wir... Die sind ja abgedeckt, die guten Möbel. Die decken wir jetzt auf. Und tata! Das sieht ganz schön heruntergekommen aus. Dekoration haben wir hier unten in der Ecke. Sieht man das noch? Ja. Okay. Egal, wo ich mich hintue, ich blockiere alles irgendwo. Ich hoffe, ihr seid damit noch recht zufrieden. Ich soll erstmal den Fußboden schön machen und die Wände. Dann gucken wir doch erstmal, was haben wir denn hier für einen Fußboden? Oh, hier sehen wir auch den Preis. 66 Cent. Ja, hier wird wahrscheinlich immer teurer, ne? Ja, rechts ist teurer. Ich glaube, wir können uns am Anfang vielleicht nicht ganz so viel leisten, aber hier könnten wir... Stilpunkte. Ach so, es gibt auch unterschiedliche Stilpunkte. Oh, das ist ja nice. Ach, und auch wem das gefällt. Sowas mag ich total. Das ist so ein bisschen wie bei Pizza Connect. Gefällt lässig. Also wir ziehen hier unterschiedliche Arten von Menschen an. Hier mögen es zum Beispiel Kinder, Businessleute. Warte mal, was war das andere? Und lässig. Der hier wäre Kinder, lässig und Senioren. Das ist nur lässig. Ja, dann nehme ich doch lieber den. Der ist günstiger, aber zieht unterschiedlichere Leute an. Aber hat halt eben nur vier, ne? Und wie geht das jetzt? Die Aktion wird mich was kosten. Ja, ja. Ach so, jetzt habe ich den ganzen Boden automatisch... Oh, okay. Das war jetzt überraschend. Der ist aber heller, als der jetzt hier so aussieht, finde ich. Aber nice, hier gibt es dann später noch was. Den kann man noch erforschen, den Boden, den kennen wir jetzt noch nicht. Oh, den lieben sie alle. Guck mal, alle Leute. Und 14 Stilpunkte. Wow. Oh, wenn wir hier so ein Touri-Café machen wollen, können wir auch das hier nehmen. Alles klar, schauen wir mal auf die Wände. Gipswand. Ach je, die Gipswand gefällt niemandem. Der ist ja bei traurig. Nee, dann nehmen wir doch lieber vielleicht eine, die wenigstens irgendwem gefällt. Der Boden war ja gut für... Warte, Kinder, lässig, Senioren. Und nein, jetzt machen wir hier so ein Seniorencafé, oder? Das wäre Senioren. Oder ziehe ich dann vielleicht nochmal andere Leute an? Ich nehme einfach nur eine Gipswand vielleicht vorerst. Dann kann ich mir nämlich auch eine Farbe aussuchen. Dann machen wir so ein bisschen hier Richtung Starbucks. So ein Grün. Man könnte auch so grün-beige machen. Ich mache hier vielleicht grün. Ja, okay. Ja, sehr gut. Nein, alles.
Ach Mann. Ich dachte, ich könnte einzelne Wände vielleicht auch anmalen. So. Das hätte ich irgendwie gut gefunden. Schade. Naja, vielleicht kommt das ja noch. Jetzt müssen wir hier gucken bei der Deko. Wir brauchen natürlich Tische und Stühle. Zwei Tische. Ja, wir haben nicht so viel Kohle, ne? Gefällt Kindern. Wir könnten auch was nehmen, weil wir haben ja viele Kinder. Aber die Frage ist, wir haben ein Café. Ja, wir verkaufen Kaffee. Warum brauche ich denn ein Café, was Kindern gefällt? Ich bin mir ja nicht so sicher, ne, ob das so gut ist. Ich nehme mal das für die Hipster. Und ich hätte gerne so ein Beige hier. Das ist doch so ein bisschen, ne, Richtung Starbucks ist auch so ein bisschen beige. Aber der ist ja sehr, sehr klein. Jetzt ist er weg, nur weil ich mich gedreht habe ein bisschen. Frechheit. Ich finde, wir brauchen auf jeden Fall einen fürs Fenster. Kann ich den drehen? Ja. Ah ja. Woher weiß ich denn jetzt? Passt da nur ein Stuhl dran? So, hier ein. Ich brauche ja vier Stühle. Das heißt, an einen Tisch passen wahrscheinlich zwei Stühle. Ich mache hier noch so einen in die Ecke. Also oder hier irgendwo so da hinten. Wenn dann jemand sowas zu besprechen hat, so heimlich, dann können die sich da hinten hinsetzen. Dann stört die auch keiner. Aluminiumstuhl, modern, weißer Stuhl. Wir können jetzt was ganz Schlichtes nehmen. Ja, nicht so viel Geld. Wir nehmen erstmal das. Wir nehmen den, aber natürlich auch in der gleichen Farbe hier. Genau, einen dahin und dann machen wir noch einen gegenüber. So, ich finde, das passt sogar ganz gut. Oder? Naja, bei Starbucks haben sie vielleicht manchmal auch eher so eine Couch, ne? Aber haben wir ja nicht. Nein, jetzt wollen die, dass ich das wieder verkaufe. Ach, nö. Okay, dann verkaufe ich den jetzt wieder. Entfernen, so. Und das hier kann ich ja nochmal drehen. So. Okay, jetzt habe ich hier nur noch einen Stuhl dran. Das ist ja voll blöd. Ich glaube, die müssen näher dran, weil sonst funktioniert das nicht. Was für ein Quatsch. Dekorationsfenster awesome. Schließen. Musik? Ah, ich habe hier doch immer die Musik aus. Das geht nicht. Ich weiß immer nicht, ob das weggeclaimt wird, das Video. Deswegen habe ich keine Musik an. Wo finde ich denn hier eine Jukebox? Sonstiges? Oder speziell vielleicht? Ja, speziell. Jukebox. Okay. Die tun wir hier so nach hinten in Richtung Toilette. So. Ich soll sogar Musik abspielen. Lounge. Na toll, jetzt hören wir nichts von der schönen Musik. Das ist jetzt die Musik gerade. Ja, naja, jetzt habt ihr so ungefähr mal gehört, was da für Musik gerade gespielt wird. Naja, das ist ja gut übersetzt. Lebenslauf. Das heißt wahrscheinlich weiter. Okay, ich muss jetzt ein Menü zusammenstellen. Ich bin ja selber gar kein Kaffeetrinker. Ich trinke nur kalten Kaffee und den möglichst süß. Und mit Schlagsahne und dem ganzen Zeug und Karamell. Okay, ich muss jetzt einen Espresso da hinzufügen. Ich kann 28 Tassen zubereiten. Aus was? Aus der Menge, die ich jetzt gerade da habe. Wir fügen das mal hinzu. Zack, jetzt verkaufen wir Espresso und jetzt kann ich noch den Flat White zum Menü hinzufügen, den da. Hä, aber kann ich gar nicht herstellen. Warum? Fehlt irgendwas. Wasserfilter habe ich nicht. Milch habe ich nicht und Milchaufschäumer habe ich auch nicht. Aber ich denke mal, oh krass, das heißt, ich kann jetzt meinen komplett eigenen Kaffee herstellen oder wie? Kaffee-Editor? Oha. Ich kann meinem Kaffee einen Namen geben. Ich will was Süßes machen. Süße Träume. Nee, warte, ist ja nur einer. Süßer Traum. Nächster Schritt. Und jetzt? Jetzt kann ich was aussuchen. Ich brauche irgendwas. Kaltes Wasser, Espresso. Basis. Also wir machen Basis, vielleicht einen kleinen Espresso so. Dann machen wir dazu heiße Milch. Das kann ich noch nicht machen. Das ist ja gemein. Noch mehr heiße Milch. Ach so, warte mal. Kann ich das rückgängig machen? Ja, hier kann ich da oben. Oh, Vanillesirup. Oh, Moment, Moment. Okay, einmal heiße Milch wieder weg. Dann natürlich, was süß ist natürlich, Vanillesirup. Und Erdnuss-Eiscreme finde ich auch okay. Geht nicht, kann ich nicht. Finde ich doof, okay. Dicke Sahne kann ich auch noch nicht. Mann! Mayonnaise, Tabasco. Nein. Habe ich alles noch nicht erforscht. Also kann ich das noch nicht hinzufügen. Dann haben wir aber hier, dann machen wir da oben drauf kalte Milch und nochmal Sirup. Und dann obendrauf noch einen Schuss Espresso. Das ist was ganz Spezielles. Mögen besonders gerne Touristen. Muss ich das jetzt noch auffüllen mit irgendwas oder reicht das schon? Wir können ja noch ein bisschen Vanillesirup oben drüber machen. Sirup kann man nie genug haben. Und noch ein bisschen heiße Milch. Maximale Becherkapazität wurde erreicht. Na gut. Wir haben auf jeden Fall einen sehr süßen, heiß-kalten Milch-Espresso-Traum. Hat gar nicht viel Kalorien. Schnell weiter. Schlagsahne. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Auf jeden Fall Schlagsahne. Früchte? Nein, ich will keine Früchte obendrauf. Eine Waffelrolle. Die ist gut. Nee, ich will keine Früchte. Sehr schön. Nächster Schritt. Was kommt jetzt? Vorbereitungszeit. 1 Minute 38. Ist das viel? Preis 3,79. In der Herstellung oder im Verkauf? Mache ich da überhaupt Gewinn mit? Oh mein Gott, jetzt ist das voll was für Senioren geworden. Nein, ich wollte doch die schönen Touristen anlocken. Na gut, aber mein Boden sieht auch für Senioren wunderschön aus. Deswegen, vielleicht passt das ja ganz gut. Stärke mild. Allergene Milch. Ja, für Kinder ist natürlich nicht geeignet. Vielleicht hätte ich auch was nur für Kinder machen können. Naja, der nächste wird nur für Kinder. Süßer Traum. Guck mal, da ist er ja. Zum Menü hinzufügen. Hinzufügen.
Ja. Yeah. Oh mein Gott, mir fehlt voll viel. Hoffentlich kommt keiner. Da oben in der Ecke, da sind die Vorräte. Also, was brauchen wir? Einen Wasserfilter. Wasserfälle? Hä? Ja, das ist doch nicht richtig übersetzt. Ich brauche doch keinen Wasserfall in meinem Laden. Ah ja. Nö, wir nehmen einfach mal einen Wasserfilter. In 3 Stunden. What? Sofortige Lieferung? Nein, ich muss das nehmen. Okay, na gut, das ist so gedacht. Okay, bestelle Milch. Normalerweise müsste ich dann warten, das heißt, ich muss dann auch ein bisschen besser koordinieren. Boah, wo haben wir denn Milch? Hä? Achso, mein Wasserfilter ist angekommen. Zutaten hier vielleicht? Nur Milch. Muhu. Was ist das für ein Unterschied, bitte? Milchstraße? Die Milch der Größten. Also, ich will nicht wissen, was da gerade wie komisch übersetzt ist. Weil ich soll ja Milch bestellen. Meinen die die Milch? Ich nehme die Milch einfach. Becher zum Mitnehmen. Einwegartikel hier. Das sind wahrscheinlich simple Tassen. Nee, oder? Es muss ja hier irgendwas sein. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie komisch übersetzt ist. Naja. Okay, es wird schon mal wieder mit Drohnen geliefert. Ich glaube, es steht draußen. Paket abholen. Ah, da ist sie wieder weg. Wasserfilter. Da draußen. Wasser. Nee, das war nicht der Wasserfilter. Das waren die Becher. Hier haben wir die Milch, da haben wir den Wasserfilter. Okay, also ich muss richtig darauf auch Acht geben, welche Bohnen ich kaufe. Ich habe jetzt wahrscheinlich die ganz schlechten. Ich habe ja jetzt hier auch die schlechten Tassen und so bestellt. Die haben ja 0 Sterne. Und die hier, die sind dann halt ein bisschen besser. Okay, also ich soll die Priorität der Kaffeebohnen ändern. Oh mein Gott, ich soll die ganz teuren nehmen. Uff, Priorität erhöhen. Hier. Ach so, warte mal. Ach, das muss nach oben einfach. Aha. Okay, verstehe. So, jetzt ist sie hier ganz oben und dann nimmt er erst die wahrscheinlich. Weil wir haben ja die hier auch noch. So, fertig. Yeah, ich brauche einen Barista. Jemand, der für mich arbeitet. Ja, der sieht aus, als würde er so auf 7:30 hängen. Mitarbeiter. Wie nimmt man denn da so? Schnelligkeit schlecht. Schnelligkeit sehr schlecht. Ach, Herr Jemine. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Tja, keine Ahnung. Die sind ja alle schlecht. Sollen wir generell einen schlecht schlecht nehmen, der einfach nur schlecht ist? Der ist auch gar nicht mal so teuer. Der ist so medium teuer. Aber hier, das muss man auch gucken. Die Schicht. 12 Stunden macht der. Der würde für mich 12 Stunden arbeiten. Die da nur 4. Und wir sollten vielleicht auch gucken, dass man zum Beispiel, naja, ich überlege gerade, wenn man jemanden hat, der gut mit Kaffee ist und schlecht mit Milch, dann der macht ja dann trotzdem alles. Ne? Charaktereigenschaft, Sensibilität, Dienstalter 4. Also das heißt, hat schon 4 Jahre in seinem Beruf gearbeitet. Bevorzugt abends. Der ist aber auch sehr teuer. Also relativ teuer. Die hier ist noch teurer. Pessimismus, Charaktereigenschaft. Oh ne, Optimismus. Das ist gut. Der ist generell einfach nur schlecht. Der will halt einfach fast gar nichts und ist aber auch richtig schlecht und hat nie Zeit. Also, warum sollte ich den nehmen? Extraversion. Das meint wahrscheinlich extrovertiert, oder? Die arbeitet gerne nachts. Kann ich die denn dann tatsächlich auch nur dann einstellen, ist die Frage. Guck mal, hier gibt es auch noch Reinigungskräfte. Alter. Ich hoffe ja mal, dass ich dann später irgendwann bessere bekomme, die halt nicht überall sehr schlecht sind. Ich nehme jetzt mal den, der ist relativ schlecht, also relativ gut und arbeitet halt auch viel. Also so, das hier wäre jetzt noch mein anderer Guess, der ist halt auch noch optimistisch. Ich meine, prinzipiell ist er ja so ungefähr wie der andere auch. Ich glaube, ich nehme einfach mal den. 8 Stunden. Okay, ich muss seinen Arbeitsplan festlegen. Ja, der war ja bevorzugt nachmittags, ne? Zeitplan, das ist hier oben das Fenster. Ziehen, um den Zeitplan festzulegen. Oh, hoppala. Ja, er wollte ja gerne AM to PM. PM ist dann mittags, ne? Der würde gerne eher hier so. Ich habe keine Ahnung, wo ich ihn jetzt hingezogen habe. Ich wusste nicht, dass es sofort irgendwie durchgezogen wird. Ich muss es eröffnen. Es ist ja jetzt eigentlich schon soweit, ne? Er ist schon da. Hier, hier. Durchschneiden. Aufmachen. Ach so, warte, warte, warte. Hier, da. Da muss ich einfach nur aufmachen. Ja, öffnen. Ja, okay. Dann legen wir mal los und versuchen mal ein bisschen Geld zu verdienen. Unser erster Kunde. Was muss ich tun? Espresso. Also wir haben einen verkauft, ja. Ich habe gerade Geld gekriegt. Jetzt muss ich rausfinden, was er denkt. Oh, da kommt der Nächste. Oh mein Gott. Positiv. Der Preis von Espresso ist sehr günstig. Vielleicht zu günstig. Bietet $10 Rabatt. Hä? Sitzt im Café. Was ist mit dem hier? Nein. Ich habe nicht raufgegangen. Ich habe es nicht gelesen. Verdammt. Ich wollte wissen, warum der gegangen ist. Nein, es bietet keinen Kaffee an, den ich bestellen würde. Ein Tourist. Melissa. Why? Sie ist einfach davon gelaufen, ohne irgendwas zu bestellen. Also ich soll irgendwie eine Toilette eröffnen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich soll auf ein Schild klicken vor dem Klo. Wo ist denn das Klo? Hier? Da? Ah. Warnung aufheben. Alter, da labert die mir deine Frikadelle ans Ohr. Und mein Mitarbeiter geht einfach. Hm? Mein Mitarbeiter. Nein. Nein, er ist einfach abgehauen. Oh, mein Café ist noch geöffnet. Ich glaube, ich muss mein Café schließen, weil der Mitarbeiter ist weg. Oder ich muss noch einen Mitarbeiter einschließen. Oh, jetzt muss ich... Ich soll irgendwas anderes machen. Bewegen den Mauszeiger über das Feld goldene Bohnen. Was? Da. Mein Gott, wie sie labert. Ja, wir haben jetzt das Tutorial abgeschlossen. Ich würde sagen, wir... ich weiß nicht genau. Sollen wir hier weiterspielen oder woanders? Ich würde es nochmal richtig gerne probieren. Spiel starten.
Genau, das ist nämlich jetzt unter Wasser. Also darf ich das nicht lesen? Ah. Die klugen Köpfe der Stadtverwaltung von Sydney beschlossen, eine erstaunliche Unterwasserstruktur zu schaffen. Ein riesiges, umgekehrtes Aquarium. Es sollte das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Schutzes der Meeresflora und Fauna schärfen. Leider mussten sie nach dem Bau dieses technischen Wunderwerks feststellen, dass niemand es besuchte. Gerüchten zufolge hatte niemand daran gedacht, dass ihr brillanter Plan Werbung erfordern würde. Um ihren Fehler zu korrigieren und ihre Arbeitsplätze zu retten, haben sie dich mit der Aufgabe betraut, dort ein Café zu eröffnen. Bring wieder Leben in die Bude, mach auf dich aufmerksam und hilf dem Ozean zu überleben. Ist natürlich schwierig, ich habe noch gar keine Ahnung. Ich starte es jetzt einfach trotzdem mal. Ich brauche 1200 Dollar, muss das Darlehen zurückzahlen und 3 Aufklärungsplakate irgendwie aufhängen. Babyhai in Gefahr. Das ist ein cooles Bild, wa? Mission starten. Ui, ich bin halt einfach mal komplett unter Wasser. Wir nennen es natürlich wieder Barstax. Nee, warte, wir nennen es Barstax Underwater. Nee, Moment, Downtown. Ja, das ist gut. Jetzt ist nämlich auch die nächste Reihe gesprungen. Aber jetzt ist natürlich nicht mehr zum Mitnehmen. Also wir können das Symbol nicht nehmen. Ich nehme einfach den Stern. Ich glaube, ich lasse sogar die Schrift, weil ich fand die beim letzten Mal richtig gut. Wir nehmen natürlich aber nicht blau, sondern ich hätte gerne wieder dieses Grün. Oh, das ist auch eine schicke Farbe. Nee, nee, aber wir gehen ja in Richtung Starbucks. Deswegen machen wir es so. Mission, hier muss ich gucken. Zeit ist unbegrenzt, das ist gut. Ja, da kommen schon Leute, aber es ist natürlich noch geschlossen. Ich habe ja sogar schon hier Stühle. Ich habe schon jemanden, der arbeitet. Die Atmosphäre ist toll. Mein Gehalt ist in Ordnung. Ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie man hier Kaffee bekommt. Was war das? Okay. Ich möchte auf jeden Fall wieder einen schönen Kaffee hier kreieren. Wir machen jetzt einen Kinderkaffee. Wir nennen es Kids Bits. Wow. Ist natürlich ohne Kaffee. Das heißt, wir starten mit heißem Wasser. Das ist die Basis. Wasser. Dann brauchen wir heiße Milch. Vanillesirup. Das können wir alles noch nicht. Mano. Dann nochmal heiße Milch. Nochmal Vanillesirup. Okay, das war's. Also es ist hauptsächlich Wasser, heiße Milch und Vanillesirup. Und Wasser ist nur zum Strecken da, damit es nicht so teuer wird. Preis der Zutaten 1,32. Relativ schnell hergestellt. Das ist auch gut. War für ihn 0. Gut für Techniker. Nein, hier, genau. Das wollte ich. Gut für Kinder. Okay. Sieht ein bisschen dünn aus, ja, ich weiß. Da kommt gleich noch Sahne drauf. Kein Problem. Mal gucken, was passiert, wenn ich das hier drücke. Ah, hier, das ist gestiegen. Oh, Senioren mögen auch keine Schlagsahne. Machen wir auch noch eine Blaubeere drauf. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Waffelrolle. Oh mein Gott, guck mal, die Kinder lieben's. Was ist, wenn ich eine Blaubeere drauf mache? Oh, die Kinder lieben es noch mehr. Kann ich noch mehr? Da sind nur eine Blaubeere. Ich kann noch mehr machen. Wir machen... Ja, komm, wir machen 3. Das ist so ein bisschen... Naja, kann ich nicht nur eine? Kann nur eine. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte noch mehr Rollen drauf machen. Ja, aber das ist jetzt unser Kidsbits, nicht Kaffee. Das ist definitiv wunderbar. Besser kann es kaum abgeschnitten sein. Es kann kaum abgeschnitten sein. Speichern. Den wollen wir natürlich noch draufsetzen. Jetzt brauchen wir aber Vanillesirup, Schlagsahne, Knusperröllchen. Ach du Schreck, was brauchen wir alles? Blaubeere. Hier haben wir alles da. Kidsbits zum Menü. Ach, guck mal, hier kann man es direkt bestellen. Bestellvorschläge. Blaubeere. Ja, ich will ja nicht nur, eine bestellen, ne? 3? Ich habe ja schon 3 auf einer. Oder wie viele sind das dann? Kapazität der Einheit, 500 Gramm. Ist halt die Frage, wie schnell vergeht die Zeit? Muss ich da sehr lang warten? Ich habe nur 1000. Alles klar, ich nehme das so. Oh mein Gott, das war vielleicht keine gute Idee. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen schlecht gemanagt. Ich glaube, mein Mitarbeiter ist gerade gegangen. Ich möchte warten, bis der nächste Angestellte kommt. Kann ich nicht einfach noch einen Angestellten einstellen? Ich versuche es einfach mal. Wann arbeitet der? Er mag seine Arbeitszeiten nicht. Oh, bevorzugt vormittags. Aber das ist doch... Ja, das findet er besser. Okay, dann arbeitet er jetzt so. Dann stelle ich auf jeden Fall noch einen Barista ein. Kann ich das anheuern? Vielleicht einen für wie spät ist denn das? Oh, jetzt ist es schon nachmittags, ne? Ich brauche auf jeden Fall jemanden für nachmittags. Nachts, vormittags. Ich versuche mal irgendwie relativ lang aufzuhaben. Ich habe hier nur einen für nachmittags. Nein. Ja, dann muss ich die nehmen. Die ist leider sehr schlecht. Schade aber auch. Ich hoffe, ich gehe nicht so schnell pleite. Die ist nicht im Zeitplan. Ja. Warte doch mal. Sie mag nachmittags. Nein. Ich will das verschieben. Hallo. Mein Vanillesirup ist angekommen. Jetzt ernsthaft. Ich kann sie nicht weiter schieben. Toll. Ich wollte es noch weiter nach hinten schieben. Jetzt arbeitet sie schon. Ich muss meinen Vanillesirup reinholen. Ich muss erstmal das Café eröffnen. Wow. Ein Hai. Lass mich doch das Café erstmal aufmachen. Hallo. Reinkommen. Stopp. Zurück. Mann. Ja, wir müssen gucken. Wir brauchen auch noch hier ein bisschen mehr, ne? Mehr Sitze und so. Ja, das ist, noch haben wir ja nicht so viel. Wir müssen gucken. Ich weiß auch nicht genau, wie lange sie jetzt noch arbeitet. Ich müsste vielleicht direkt noch jemanden einstellen. Oder zu den nächsten Öffnungszeiten springen. Aber ich habe so die Befürchtung, dass ich vielleicht auch Miete zahle. Oh, das fand er doof. Was ist los? Es bietet keinen Kaffee. Kann ich noch irgendwas anderes? Was kann ich mir was ausdenken noch vielleicht? Ich habe jetzt alles da. Ich nehme einfach noch einen anderen Kaffee. Flat White. Was ist denn das Problem hier mit dem Flat White? Milchaufschäumer. Ach so, ich bräuchte einen Milchaufschäumer. Ich guck mal, ob ich einen Milchaufschäumer bekommen kann. Was ist das? Geldmultiplikator? Hä? Kaufe mehr Dekorationen. Ah. Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Es ist nicht mein Lieblingskaffee. American White.
Oh mein Gott, sie hat einen Kaffee verkauft und hat schon Feierabend. Oh nein. So, jetzt kann ich sie ja hin und her schieben, ne? Zeitplan. Also sie ist damit nicht zufrieden. Sie möchte gerne... Ab wann ist sie denn zufrieden? Verdammt. Wann ist sie denn zufrieden? Hä, da ist sie zufrieden? Hä, das checke ich jetzt gar nicht. Da ist sie zufrieden. Okay, dann soll der halt bitte eine Stunde früher anfangen, ne? Überlappt sich das irgendwie? So ist besser. Ah nee, Moment, der arbeitet bis 11. Muss bis 12 arbeiten. Genau, so und dann arbeitet sie. Und dann brauchen wir noch jemanden für abends. Ich glaube, ich sollte eigentlich mehr Dekoration kaufen. Aber ich brauche ja auch Mitarbeiter. Was soll ich denn machen? Brauche ja noch jemanden für abends. Da, der ist zum Beispiel optimistisch. Der ist auch gar nicht so schlecht. Oh, der ist sogar echt gut. Aber der arbeitet nur 4 Stunden. Ist mir egal, nehme ich trotzdem. Ah, warte mal. Der arbeitet für $34 am Tag für 4 Stunden. Der ist ja voll teuer. Nee, da nehme ich den natürlich nicht. Boah, der ist sehr schlecht. Aber der ist sehr günstig. Nachts ist auch gut. Und der ist nicht schlecht. Moment, das brauche ich nicht. Nee, ich brauche abends. Also entweder der, aber der ist introvertiert. Nee. Dann nehme ich lieber den da. Nee, Moment mal. Ich brauche ja wen für abends. Dann nehme ich doch sonst erstmal den vielleicht. Weil der arbeitet 12 Stunden. Das ist halt krass. Krass lang. Ist das schon abends? Was ist denn abends für den? Das ist abends? Really? Hä? Nein, jetzt ist er da. Oh, ich wollte den verschieben. Der arbeitet halt einfach so viel, dass ich jetzt teilweise 2 Leute da habe. Das war natürlich sehr unklug. Was mache ich denn, wenn ich 2 Mitarbeiter habe? Kann ich dann vielleicht, sonst kann ich die wieder rausschmeißen? Hä? Ich meine, das ist halt jetzt echt so die Frage, ne? Keine Ahnung, was passiert, wenn ich jetzt 2 Leute stehen habe. Das ist ja einfach nur teuer. Gott, ich glaube, ich habe gerade nochmal bezahlt. Oh mein Gott! Dekoration. So, wir brauchen Dekoration. Einfache Pflanze. Vielleicht bekommen wir dann auch mehr Leute. Kann ich die auf den Tisch stellen? Kann ich nicht. Oh, da muss jemand sauber machen. Kann ich das machen vielleicht? Kompakter Transporttisch. Hä? Wofür brauche ich denn das? Moment, ich muss das erstmal wegräumen. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte auch tatsächlich gerne noch ein paar mehr Tische. Wie essen das hier? Weiß ich nicht. Ich nehme mal hier auch einen für Kinder. Ich muss das ja leider so ein bisschen anpassen. So. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, ob da jetzt vorne oder hinten, ne, so dran ist. Ich würde halt hier gerne noch einen zweiten Stuhl zum Beispiel mal so dran machen. Dann hier noch einen. Zählt das eigentlich auch mit rein? Das würde ich ja gerne mal wissen. Zählt das als Deko? Weil die sagen ja, ich soll ja Deko hier platzieren. Touristen haben nichts zu bestellen. Was? Jetzt war da ein Tourist und hat nichts bestellt. Ein einfacher Schrank. Der ist einfach nur teuer. Ich glaube, ich muss da einen wieder rausschmeißen. Stilpunkte 3. 280. Ich muss hier so ein bisschen gucken. Ist das eine Deko? Das ist ein Croissant. Was? Nächste Herausforderung in 9,59. Ich habe 2 goldene Bohnen jetzt. Und ich bekomme eine Geldprämie von $300. Oh mein Gott, ich überlebe gerade so. Zusätzlicher Slot im Menü. Ah, ich kann noch einen Kaffee mehr verkaufen. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Mehr Tagesrabatte, Recherche. Genau, was ist eigentlich dieser Tagesrabatt? Schulung von Mitarbeitern, Vermarktung. Ich kann jetzt neue Sachen erforschen. Das ist schon mal gut. Aber ich wollte ja eigentlich auch einen Milchaufschäumer kaufen. Die Frage ist halt nur, kann ich mir das leisten, ne? Ich werde mal erstmal kurz hier gucken. Ich habe was verkauft. Vorräte. War das hier? Wo bekomme ich einen Milchaufschäumer? Ich weiß auch gar nicht, wann ich was Neues kaufen muss. Oh, ich habe noch den Billigkaffee. Da, Milchaufschäumer. Ich muss einen von den Mitarbeitern irgendwie entlassen. Sobald der hier weg ist, entlasse ich den. Und dann schiebe ich den ein bisschen nach hinten. Ich hoffe, das ist irgendwie in Ordnung. 3 Aufklärungs... Wo kriege ich denn diese komischen Aufklärungsprojekte her? Finanzen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Kaffeemaschinen, hier. Nee, ich brauche keine Kaffeemaschine. Ich brauche einen Milchaufschäumer. Ah, hier kann ich nur Kaffeemaschinen kaufen. Ach so, warte mal, ist hier... Da ist ein Milchaufschäumer dran. Ja, Milchaufschäumer, ja. Nein. Aha. Okay, kann ich die andere vielleicht verkaufen? Dann würde ich bitte einmal die hier nehmen. Die Frage ist auch, ob jetzt vielleicht 2 Mitarbeiter gleichzeitig da dran arbeiten können. Da ein Rentner. Da muss ich immer mal gucken, was steht hier. Sie könnte besser sein. Der Barista weiß nichts über Milch. Oh nein. Ich liebe den Stil dieses Ortes. Ja, toll. Guck mal, die bestellt auch einen Kitzbitz. Der ist ein bisschen hoch. Oh nein, die mögen meinen Barista nicht. Der hat keine Ahnung. Das ist schlecht. Der hat wirklich keine Ahnung. Ich könnte den weiterbilden vielleicht. Kann ich da irgendwas tun? Wer ist denn hier gerade der Übeltäter? Also die wird rausgeworfen. Das ist mir egal. Es stört mich, dass im Hintergrund so viel passiert und ich nichts machen kann. So, der ist schlecht in Milch. Ah nein, der ist ja auch sehr schlecht in Milch. Vor allem das bei unserem guten Zeug. Das ist natürlich blöd, ne? Trainieren. Hier, ich kann den trainieren. Ausbildungsdauer. Schaffe ich das noch? Zeitplan. Ja, schaffe ich noch. Dann trainiere ich hier den da oben in Milch. Dann ist er, das nächste Mal, wenn er kommt, ist er gut in Milch. Ich bin gut in Milch. Und du? Ja, man sollte natürlich auch wissen, wenn man jetzt hier investiert in die, dann müsste man die wahrscheinlich auch behalten. Oh, das muss ich wegmachen. Ist das auch Dreck? Nee. Das ist ja gar nicht der gleiche Tisch. Sowas. Jetzt stehen die hier beide nebeneinander. Das ist echt unangenehm. Kann ich die andere Maschine nicht vielleicht verkaufen? Die Kaffeemaschine? Ich möchte die da, möchte ich bitte nicht benutzen. Nein, verkaufen. Weg.
Was? Preis. Nein, die trinkt ein Espresso. Was? Herausforderung. Habe 13 Stühle. Oh weia. Strafe? Was? Ich nehme es mal an, aber ich weiß nicht genau, ob ich das Geld habe dafür. Das ist schwierig. Ich glaube, ich habe mir ins eigene Knie geschossen. 13 Stühle. Ich nehme einfach die Billigstühle. Wir nehmen die Stühle in einem schönen Ozeanblau. Das könnte problematisch werden, ich sag's mal. Wir haben einen klitzekleinen Tisch mit zigtausend Stühlen dran. Wir haben leider, oh mein Gott, es wird schwierig. Wir haben leider keinen Platz für so viele Tische. Kein Geld für Tische. Oh, da ist Dreck. Die ist wieder weggegangen. Warum ist sie weggegangen? War sie nicht zufrieden? Ich kann die Stühle danach wieder verkaufen. Oh mein Gott, nein. Ich glaube, ich habe gleich kein Geld mehr. Das ist schlecht. Oh, oh. Ich kann nämlich gleich nichts mehr bestellen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich brauche noch 3 Stühle und bin pleite. Ja, sehr gut. Ich habe $8 verdient. Ja, jetzt muss ich aber mal gucken, wegen Mitarbeiter und so. Was? Ich habe Darlehen bezahlt. Na toll. Ich muss den hier kündigen. Also sie, Ava, die ist für 8 Stunden 31. Das ist schon ganz schön teuer, wa? Eieieiei. Aber der ist jetzt nur noch schlecht. Touristen haben nichts zu bestellen. Ja, ich muss irgendwas machen, was Touristen mögen. Aber vorher muss ich die rausschmeißen. Sorry, die Atmosphäre ist toll. Ich weiß, du bist Extraversion, aber... Ich kann das mir leider nicht leisten. Es tut mir sehr leid. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh Gott, das wird nicht klappen, glaube ich. Menü. Ja, ach mein Gott, ich kann den doch hier draufsetzen. Oh. Aber jetzt habe ich nicht mehr, ne? Habe ich nicht nur einen Platz? Ich dachte, ich hätte noch einen Slot mehr gekriegt. Für wen ist denn der gut? Steht das hier irgendwo? Wer mag das? Wer mag das? Rezept bearbeiten. Ich guck mal kurz. Touristen, guck mal. Das ist gut für Touristen. Was mögen denn Touristen noch? Wenn ich hier so ein bisschen Vanillesirup noch drüber mache vielleicht? Das geht gar nicht. Das ist ja blöd jetzt, ne? Okay, also mehr geht nicht. Aber Touristen finden so mega Mittel gut. Vielleicht kann ich ja noch irgendwas drauf machen, was Touristen dann gut finden. Oha, eine Rosette. Oh, Studenten mögen eine Rosette. Naturrose. Das mögen Touristen ein bisschen. Blume nicht. Blatt. Nee, Blatt finden sie blöd. Rose finden sie gut. Dann machen wir eine Rose drauf. Es wäre richtig schön, wenn ich hier irgendwo was Grünes bei rauskriegen könnte. Und noch eine Rosette drunter. Hat gar nichts gebracht. Doch, hat was für... Nee, Moment mal. Ich kann nur entweder oder. Nee, das ist besser. Wie lange dauert das? 8 Sekunden, ist sogar schneller. Das ist ja nice. Ja, jetzt müssen wir gucken. Irgendwas, was Touristen gut finden. Oh, das finden Touristen blöd. Nein, dann doch nicht. Nee, das ging hier runter. Wie sieht's denn aus mit Blaubeeren? Ach so, ich kann das nur hinzufügen, wenn das Schlagsahne hat. Kann ich denn ein Waffelröllchen dazulegen vielleicht? Oh, das finden sie gut. Kann ich noch eins dazulegen? Nein, es ist auch fast grün. Ich weiß ja nicht. Tassenauswahl. Ach so, wait. Ich kann hier noch eine andere Tasse nehmen. Was macht denn das für einen Unterschied? Oha, was ist denn mit der Tasse zum Beispiel? Oh, ach, da geht mehr rein wahrscheinlich. Kaffeeschichten? Warte mal, dann versuche ich nochmal. Kriege ich noch was drauf jetzt? Rückgängig. Das hat ja alles geändert. Vanillesirup wieder weg. Das mögen die halt gar nicht. Die mögen lieber... Was mögen die denn? Was ist denn das hier alles? Aufgeschäumte Milch, oder? Gibt's hier keine aufgeschäumte Milch? Ach, habe ich nicht erforscht. Ach so. Vielleicht machen wir dann einfach noch ein bisschen mehr Espresso. So. Oh mein Gott. Hipster und Techniker finden es gut, aber das hat leider nichts geändert. Mach ich nochmal wieder weg? Ich versuche ja, was für die Touristen hinzukriegen. Oh, okay. Ist halt einfach richtig ekelhaft. Nein, heißes Wasser macht auch keinen glücklich. Vielleicht noch mehr kalte Milch. Oh mein Gott, auch das nicht. Heiß Milch. Eieiei. Also ich glaube, wir werden nur mit aufgeschäumter Milch irgendwie was. Aber da ich es nicht erforscht habe, ich müsste das erforschen. Ich werde einfach noch ein bisschen Espresso drauf machen. Das stört keinen. Nur Hipster und Techniker finden es halt gut. Der wird jetzt ein bisschen teurer halt in der Herstellung. Aber naja, was will man mehr? Nee, also die Schlagsahne, das mache ich nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen etwas besseren Flat White. Oh Gott, ich bin wahrscheinlich jetzt gleich schon pleite. Bestell. Oh mein Gott, ich muss was bestellen. Hilfe. Oh Gott, ich bin gleich pleite. 13 Stühle. Ich muss gleich auch noch eine Strafe zahlen. Das wird wohl nichts. Warum sitzt hier eigentlich immer nur eine Person an dem Tisch? Ich habe 4 Stühle. Die kommen alle alleine. Sind die alle so traurig? Kein Mitarbeiter. Ja, genau. Da muss ich überspringen. Zeit überspringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist. Nö, ich glaube nicht. Ist wahrscheinlich sogar besser, die Zeit zu überspringen. Oh, warte mal. Das ist aber jetzt schlecht. Jetzt habe ich die Zeit ja auch übersprungen. Meine Drohne ist da. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Ich weiß nicht. Kann ich einen Kredit aufnehmen vielleicht? Nein. Wer ist das denn? Letztendlich habe ich Geist bestellt. Kostet viel zu viel. Kann ich das ein bisschen... Ich muss ja wohl die Strafe akzeptieren. Was soll ich machen? Ich akzeptiere die Strafe einfach nicht. Nicht akzeptiert. So. Ich habe nur noch 4 Euro, Dollar. Nein. Ich kann hier niemanden... Oh Gott, was macht sie? Kidsbits. Genau, ich wollte gucken, ob ich vielleicht... Kann ich den Preis vielleicht irgendwo mal verändern? So, hier so? Preis. Wie viel ist denn das?
So, ich habe es jetzt 10 Cent günstiger gemacht. Das muss auch reichen. Was hat sie gesagt? War es zu teuer? Diese Kaffeemaschine macht anständigen Kaffee, aber sie könnte besser sein. Alter, nur meckern. Der könnte seine Milchfähigkeiten verbessern. Ja, ich habe 18 Dollar. Ich gebe dir gleich Milchfähigkeit. Der Preis ist ein bisschen hoch. Oh. Warum bestellen die denn alle meinen Kaffee, wenn die den eigentlich doof finden? Biete Rabatt. Ich habe einen Rabatt bekommen. Oh mein Gott, ich habe 10 Euro ausgegeben. Das war ja ziemlich dumm. Naja. Ja, ja. Der ist sehr günstig von Flat White. Oh, der ist jetzt gar nicht mehr so günstig plötzlich. So, mal 20 Cent teurer gemacht. Der hat ja noch nicht bezahlt, ne? Er findet ihn jetzt noch günstig, aber jetzt bezahlt er einfach mehr. Lalala. Ich habe doch schon eine bessere Kaffeemaschine. Ich weiß gar nicht, warum die so sauer sind. Ich glaube, es ist halt wichtig. Die hat sich zu der anderen dazugesetzt. Das ist vielleicht eine Freundin von ihr. Aber wie soll ich denn bitte so viel Geld verdienen? Das geht doch gar nicht. Ist immer noch günstig. Oh oh. Ich habe einen zusätzlichen Kreditrahmen von 500 Dollar. Ich verkaufe ein paar Sachen, reduziere meine Personalkosten. Oder ich soll gucken, wie ich einen zusätzlichen Kredit bekommen kann. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall den nochmal teurer machen. Weil der findet den immer noch günstig. Ich habe auch noch ein bisschen was reingebuttert, ja? Muss man ja auch dazu sagen. Oh mein Gott, der steht an. Jetzt bräuchte ich einen zweiten Barista. Nein, bitte gehen Sie nicht weg. Bitte, der Kaffee ist sofort fertig. Bitte gehen Sie nicht weg. Ich habe normalerweise nie eine Schlange. Nein. Oh nein, jetzt ist er orange. Okay, der nächste. Ist immer noch günstig. Den hätte ich ja eigentlich sofort mal nehmen müssen. Ich brauche irgendwie eine Erforschung mit... Oh, ich bin im Minus. Was kann ich tun? Geldsaldo? Hallo? Ich brauche mehr Geld. Finanzen. Oh nein, ich muss das kaufen. Was? Hier, Bestellung. Ich würde so gerne was hier erforschen, aber ich habe, glaube ich, kein Geld dafür. Ich würde hier gerne so Schaum, Kaffeeschaum. Besondere Zutaten? Irgendwas mit Milch? Ich weiß nicht, wo das reinfällt. Milch? Das wäre doch... Milchschaum ist ja Milch, oder nicht? Wie viel mache ich denn da so? Mein Budget ist schlecht. Ich mache 5 Dollar am Tag. Oh Gott, das ist so schlecht. Dekoration. Ja, was brauchen wir denn hier? Wir brauchen... keine Ahnung, was ich da brauche. Ich habe gar kein Geld. Nee, das kann ich nicht erforschen. Ich habe kein Geld für. Aber hier, das ist... Oh mein Gott, wie lange dauert das? Oh mein Gott, das dauert einfach so lang. Habe ich die nicht bestellt? Wo ist denn mein Basis hier? Mein Espresso. Ich bestelle einfach reiner Espresso. Oder warte mal. Nee, ich bestelle einen besseren Espresso. Nee, warte. Ich bestelle... Habe ich den jetzt bestellt aus Versehen? Ah nein, jetzt ist der gekommen. Ah, okay. Warte. Ich bestell den da. Oh nein, ich bin schon wieder bei null. Ich wollte gerade besseren Käfer... Besseren Kaffee kaufen. Keine Käfer, Kaffee. Ich hatte gerade wieder ein bisschen Kohle. Ich glaube, dann kam ein Mitarbeiter. Ärgerlich ist das denn? Ist keiner da? Doch. Aber der White Americano kommt auch nicht schlecht an. Da sitzen sogar 3 Leute an einem Tisch. Oha. Oh Gott, ich habe den Kaffee nicht abgeholt, ich Dödel. Na komm schon. Wenn der hier was macht, dann kann ich einen besseren Kaffee bestellen und dann sind die Leute ein bisschen zufriedener. Und dann kommt vielleicht auch mal wieder... Oh, es ist dreckig. Dann kommen vielleicht mal auch irgendwie ein paar mehr, weil die sich so erzählen, es ist super hier. Da Dreck? Nee, ne? Wieso bin ich schon wieder bald ohne... Ich habe doch gerade was bestellt. Ich will den anderen bestellen. Ich möchte den hier bestellen. Oh, den kann ich ja sogar. Ich nehme jetzt schnell den. Ich nehme den und dann schiebe ich den nach oben. Nimmt er dann auch... Oh, was? Ich bin irgendwie leicht verwirrt gerade. Wieso habe ich denn nur noch einen? Habe ich hier so viel verkauft gerade? Ich verdiene irgendwie trotzdem nichts, ja? Ich habe hier eine Schlange, aber... Ja, 29. Ich muss irgendwas kaufen. Habe 8 Tische in 5 Stunden. Das schaffe ich doch nicht. Ich habe keine Kohle. Vergiss es. Wie soll ich denn jetzt 8 Tische haben? Nein. Musste ich jetzt auch eine Strafe zahlen? Nee, oder? Jetzt habe ich halt gerade ein bisschen Geld, ne? Das ist ganz praktisch. Ich könnte jetzt auch gucken. Ach nee, es reicht noch nicht mal für einen Tisch. Ja. Oh nein. Jetzt hatte ich gerade eine Schlange. Bei Zeiten sollte ich mich vielleicht darum kümmern, dass ich doch nochmal jemanden einstelle, der ja hier in der Zwischenzeit dann tätig ist. Weil ich glaube, einmal Kaffee dicht machen ist immer sehr doof, weil ich dann hier natürlich die Kundschaft verliere. Dankeschön. Wieso verkaufe ich denn? Warum ist denn jetzt so schnell so viel von dem Zeug weg? Wie kann denn das sein? Ja, guckt euch das an, wie lange das jetzt dauert, bis der nächste Gast kommt. Das ist ja echt total ätzend. Ich habe eine Toilette. Ich habe keine Toilette. Das hat halt einfach Ewigkeiten gedauert, bis sie da überhaupt vorne angekommen ist. Was denkt die alles? Sehr günstig? Okay. Das ist gar nicht so günstig. Nee, komm. Nee, lieber so als andersrum. Oh nein. Oh. Ohne Espresso? Also ich bestelle erstmal das. Und ich weiß nicht, ob ich mir jetzt auch noch Espresso leisten kann. Ich habe doch hier Espresso. Der soll doch einfach nur, wenn er das nicht mehr hat, soll er das nehmen. Hat er das nicht verstanden, ja? Hat er nicht verstanden? Nee. Okay, das ist ja blöd jetzt, ne? Habe ich denn die anderen Sachen noch da? 90 Milliliter, das reicht ja wohl für nicht nur... Moment mal. Null genutzt gestern. Ja, wow. Ich muss hier so ein bisschen mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange das halt reicht. Ich kann es schlecht abschätzen. Eine Einheit enthält 450. Ich habe noch 135 jetzt. Aber hiervon habe ich ja noch ordentlich.
Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Wir können ja erstmal jetzt den hier noch, das ist so mein Ersatzcafé. Wenn der andere leer ist, dann verkaufen wir erstmal den anderen. Was? Kredit? Habe ich bezahlt. Na toll. Oh Gott. Oh nein. Kann ich die schulen in Schnelligkeit? Oh oh. Schneller. Schneller. Und die geht gleich. Oh nein, Milch. Ich brauche Milch. Ich nehme mal zwei. Oh nein, oh Gott, die machen schon komische Bewegungen. Hilft das, wenn ich irgendwie den Kaffeeautomaten vielleicht... Oh Gott, ich glaube, die ist gegangen. Ah! Gott. Oh, wei, 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 wei. Ja, die ist in Gebrauch. Barista-Spots, Milch auf Schnelligkeit. Okay, hier, wir haben Schnelligkeit 2. Schnelligkeit 1. Was haben wir denn hier, wenn wir hier so eine kaufen? Das ist auch Schnelligkeit 2. Okay, das verändert also nichts. Aber es können zwei Barista dran arbeiten. Hier auch. Heißt denn das, dass der eine auch zwei gleichzeitig macht? Oder ist mein Barista einfach sowas von langsam, dass er das nicht hinkriegt? 2900. Ja, wahrscheinlich. Oh Gott. Ich muss meinen Barista schulen. Ich habe gerade mal 55, ey. Schnelligkeit. Wir schulen. Ich muss kurz gucken, wer arbeitet gerade. Oh, nein. Ich wollte es gerade noch nach hinten schieben. Ah, nein. Ich kann weder den einen noch den anderen schieben. Wie dumm ist denn das jetzt? Naja, jetzt arbeiten beide gerade gleichzeitig. Aber ich kann entweder den... Ich glaube, der geht nicht weiter nach rechts, oder? Dann ist der unglücklich. Ich glaube, ich kann den aber weiter nach links schieben. Ich sag's nicht. Ist ungünstig gerade. Muss einfach mal ins Meer geschmissen. Nein, jetzt brauche ich die Knusperdinger. 28 Stück. Ich habe Kohle gemacht. Okay, ich nehme zwei Stück. Weil wir es können gerade. Das ist Dreck. Irgendwann brauchen wir wahrscheinlich auch so eine Putzfrau, ne? Liegt hier noch irgendwas drin im Meer? Nein. Oh, war ja. 67. Mein Barista hat Feierabend. Ich habe am Anfang, glaube ich, ein bisschen was falsch gemacht. Was? 8 Pflanzen. Ich muss gucken, was eine Pflanze kostet. Das kann ich mir wahrscheinlich wieder nicht leisten. So, erstmal gucken, kann ich das hier... Da, genau. Guck mal, das kann ich ja so hinschieben. Da ist sie immer noch zufrieden, die Jeannette. Das ist in Ordnung. Die arbeitet aber hier bis 3. Was? Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, Mann. So, jetzt arbeitet sie bis 4. Das heißt, hier überschneidet sich das nicht. Genau. Dann haben wir nur hier kurz dieses Stück da zwischendurch. Zwischen 12 und 4. Also 4 Stunden, wo wir nicht geöffnet haben. Finanzen. Gekauft, verkauft. Kaffeeverkauf. Heute. 113. Gestern waren wir im Plus. Heute sind wir noch im Minus, ja? Es ist noch nicht vorbei. Ich werde schon wieder ohne den reinen Espresso sein. Darlehen erhöhen. Maximal 2000. Ich erhöhe jetzt mein Darlehen, damit ich irgendwas tun kann. Schade, da hätte ich ja auch die Herausforderung mal nehmen können, ne? Ich soll ja eigentlich mein Darlehen zurückzahlen. Das ist natürlich blöd, weil so kriege ich das ja nicht hin. Warum? Was? Wieso können die nicht kaufen? Was fehlt? Ich habe keine Tassen. Was? Ich habe keine Waffelröllchen. What? Da sind sie doch. Da sind sie doch. Nein, ich bin nicht ohne reiner Espresso. Was soll denn das? Ich habe doch zwei. Quatsch. Entlassen. Genau, ich entlasse das. Den Hinweis entlasse ich. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr Sitzplätze. Überall Dreck. Reparieren? Oh Gott. Ich muss die Sachen auch noch reparieren? Warte mal, wie war das jetzt hier mit Tassen? Simple Tassen. Achso. Vielleicht sollte ich hiervon nochmal welche bestellen, ne? Ich verstehe irgendwie nicht, warum hier keine Einheiten benutzt werden. Muss man das verstehen? Das ist doch ein Einwegartikel. Oder ist das schlecht übersetzt wieder? Bestell einfach mal ein paar Tassen. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht, die zu bestellen. Naja, das, was ich auf jeden Fall gerne nochmal machen würde, wäre vielleicht hier so ein bisschen was erforschen, ne? Zieh das mal ein bisschen hoch. So, 15. Über den Geruch? Hoppala. Das ist ja gar nicht so schlimm. Naja, mein Angestellter ist weg. 138 habe ich noch. Den machen wir direkt wieder weg hier, den Dreck. Dieses geschlossen haben ist echt blöd, finde ich. Aber ich finde jetzt, das war jetzt nicht ganz so lang. Die saßen irgendwie immer noch da. Sie sind einfach sitzen geblieben. Blechdose. Weiße romantische Stehlampe. Bringt mir das was? Eine weiße romantische Stehlampe. So ein bisschen für Atmosphäre. Why not? In einem zarten Rosa. Was kostet die denn? Boah, die ist ja richtig teuer. Für 48 ist eine komische Stehlampe. Aber vielleicht ist das atmosphärisch. Ich weiß nicht, ob ich da Geld überhaupt in rein investieren soll. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe echt andere Probleme. Platz hier einfach mal hier so eine Pflanze. So, in der Hoffnung, dass sie das glücklich macht. Ich habe so die Befürchtung, ich brauche echt nochmal einen weiteren Angestellten. Oder ich schule den jetzt. Das wollte ich doch vorhin machen. Ich kann den hier jetzt noch schulen, schnell. Den Johnny. Johnny schule ich in Schnelligkeit. Warum geht das nicht? 12 Stunden. Ach so, nicht genügend Geld. Ach, Herr Jemini. Ja, gut. 60 in Kunst. Naja, oder halt in Milch. Schaffen wir das noch? 60? Oh, weiß. Das war ja 120. Ach, Herr Jemini. Kriegt er das überhaupt noch hin? Bei wie viel Uhr sind wir denn jetzt? Wo steht denn das? 9. Ja, das kriegt er gerade noch so hin. Uff. Ich würde so gerne in Schnelligkeit trainieren, aber dafür müssen die ja 12 Stunden irgendwie zu Hause bleiben. 240. Boah.
160. Ach so, bei dem geht das, aber 6 Stunden. Kunst ist ja sehr schlecht. 30 in 3 Stunden. Oh, warte, was? Spiele Musik Latino für 5 Stunden. Was kostet das denn überhaupt, das Ding? Kann ich kurz Pause machen? Kann ich jetzt was nachgucken? Es kostet ja wohl nicht nur 55, oder? Das ist doch bestimmt teurer. Nein, 180 kostet die Jukebox. Okay, ich könnte den Kredit aufnehmen. Ich glaube, das mache ich jetzt. Gehe hier auf Finanzen. Nehme hier einmal den und nochmal. Oh. Das wird ein Chaos, ich sehe das schon. Dann kaufe ich mir hier eine Jukebox. Man hört die Musik ja sowieso nicht. Also ich stelle jetzt die Musik dann einfach hier so gechillt hin. Spiel dann so, schließ das wieder. Ich soll ja Latino spielen, ne? Mach Play, akzeptiere das und dann spiele ich jetzt Latino. So, wir spielen jetzt Latino-Musik, wir hören die zwar nicht, aber meinetwegen, ne? Was ist los mit der Milch? Ist die schon wieder alle? Hä, wie kann das sein, dass die Sachen ständig alle sind? Jetzt zahle ich natürlich auch noch so viel für den Kredit, weil ich mehr Kredit aufgenommen habe, ne? Ja, das ist ja alles nur ein Versuch, Leute. Ich werde besser. Ich muss ja erstmal den Geruch, oh Gott, muss ja erstmal ein bisschen Ahnung haben. Ich weiß ja noch nicht genau, worauf es ankommt. Ich habe halt auch einfach so eine mega, mega Schlange. Also irgendwas scheint ja gut anzukommen. Was ist mit meinen Vorräten? Ich meine, wenn die jetzt hier so krass Sachen kaufen, ne? Ich könnte halt auch richtig gute Milch mal bestellen. Das mache ich jetzt mal. Ich bestelle diese Milch. So. Und dann wird die ja hoffentlich zuerst verkauft. Was? Amerikaner? Hä? Aber hier ist doch noch was. Hä? Warum? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich habe hier doch noch Espresso. Oder bin ich jetzt doof? Was fehlt denn? Kaffeebohnen. Hä? Es fehlen Kaffeebohnen? Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Ich will nicht nur Milch. Ich habe doch bessere Milch. Belohnung einfordern. Okay, wenigstens das hat geklappt. Aber ich habe doch andere Milch. Die hier. Nee, warte mal. Die Milch. Und hier ist doch Milch. Verstehe ich nicht. Warum? Was ist das Problem? Ja, dann bestelle ich die halt auch noch. Das ist ja komisch irgendwie. Wasserfilter reicht ja noch Ewigkeiten. Kaffeebohnen. 35. Kann ich nicht hier einfach die Milch ändern? Ah, warte mal. Kann ich hier die Milchart ändern? Kalte Sojamilch kann ich anbieten. Also das ist irgendwie komisch. Ich würde ja so gerne sagen, dass sie bitte hier die andere Milch benutzen sollen. Ach so, man braucht 105 Gramm Kaffeebohnen. Ach, ey. Ja. Oh, da unten liegt das ja. Nein. Okay, alles klar. Wir sind da, wir sind da, wir sind da. Wir haben alles. Was ist die jetzt schon wieder? Habe ich. So, ja, jetzt aber. Jetzt gucke ich hier nochmal kurz in mein Lager rein. Was ist denn jetzt hier das Ding? Also den habe ich. Brauche wahrscheinlich jetzt, wenn ich mehr verkaufe, einfach auch mehr. Logisch, oder? Jetzt habe ich hier die gute Milch, also die bessere Milch. Und habe diese doofe Milch auch nochmal bestellt. Leicht ärgerlich, ne? Ich schieb die mal nach oben. Und dann halt die dahinter. Also wir haben so viel Milch. An der Milch kann es ja nicht gelegen haben. Da habe ich noch viel auf Lager. Blaubeeren haben wir eigentlich auch noch genug. Was ist das? Knirschen oder Knuspern? Ah, das sind diese Röllchen. Also das mit den Tassen, das war irgendwie, weiß ich auch nicht. Das war, glaube ich, überflüssig. Oh, ganz viel Müll. Kein Mitarbeiter, ja, wieder überspringen. Kann ich irgendwen wieder vorantreiben? Der hat gerade angefangen. Das heißt, den hier, den Johnny, den könnten wir nochmal schulen. Aber in was? 60. In Kunst. Ich versuche, den einfach mal ein bisschen hochzutreiben, so mit dem, was er kann. Die sind ja, oh, gibt es nicht auch mal so ein Gut vielleicht? Ich habe eine neue Zutat entdeckt. Heiße Sojamilch. Ja, 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 okay, oh, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich hier auf dem Milchaufschäumer, also aufgeschäumte Milch, herkriegen kann. Was ist das? Was passiert da? Warum ist da Wasser? Was soll das? Was sind das hier für Wassertropfen? Da ist irgendwas kaputt, glaube ich. Irgendwas ist hier kaputt. Tropft's hier rein? Ist das die Kaffeemaschine, die kaputt ist? Die da? Ach, die muss repariert werden. No! Kein Angestellter gefunden? Nein! Ich glaube, ich brauche einen Handwerker. Ausch! Schade. Ich brauche einen Handwerker. Der hat das repariert. Deswegen tropft das hier. Also ich will nicht nochmal diese Erfahrung machen mit dem reinen Espresso. Da steht immer noch, ich habe voll viel, aber irgendwie... Was? Verkaufe 6 Kaffees mit mindestens 2 besonderen... Pause. Was? Verkaufe 6 Kaffees mit mindestens 2 besonderen Zutaten mit Zutat Vanillesirup. Habe ich Vanillesirup? Menü, Moment. Okay, das ist schon wieder ganz schön knapp hier. Ich habe ja Vanillesirup. Und ich glaube, kann ich nicht gucken, wie viel habe ich denn so verkauft? Weil eigentlich sind die ja nicht so schlecht, ne? Oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe da nur eine besondere Zutat. Nee, ich glaube, das kann ich ablehnen. Ich glaube, das bringt nichts. Nee, ich glaube, das lehne ich lieber ab. Oh, Geruch. Oh, oh, upsi. Ich bestelle jetzt nicht den reinen Espresso, sondern ich nehme sogar den noch besseren. Ich nehme jetzt den hier und davon nehme ich direkt... Oha, das ist teuer. Okay, machen wir. Ich werde auch bald ohne Milch sein. Der ist bestellt, der kommt nach oben, der ganz tolle. Ja, und dann nehmen wir den und danach nehmen wir den anderen. Jetzt gucken wir, wie das ist mit der Milch. Ich werde bald ohne diese Milch sein. Wir haben aber von der Milch noch ziemlich viel. Das ist in Ordnung, ne? Das ist unsere Ersatzmilch. Aber ich werde auch die ganz tolle Milch jetzt kaufen. Davon nehmen wir 2. So, ich glaube, das ist okay. Dann werden sie das nämlich lieben. Das Problem ist halt immer noch, dass ich so langsam bin.
Ich bin einfach zu langsam. Ich brauche vielleicht doch nochmal Mitarbeiter. Und das, was ich ja vorhin machen wollte, ich wollte Tische hinsetzen. Hier habe ich ja, glaube ich, den Standardtisch genommen. So, nehmen wir hier einen Tisch. Toll, kein Platz mehr für einen Stuhl. Nein, nein, er ist zu langsam. Ich möchte ihn ausbilden. Wie lange dauert das denn noch bis zur Milch? Ach so, ich habe ja noch die andere. Alles gut, die geht. Nein, sie geht. Sie hat Geist bestellt, hat ewig in der Warteschlange gestanden. Na, toll. Ah, nein. Ich habe schon wieder keine Sachen. Aber ich habe doch... Warte mal, haben Sie das geliefert und ins Wasser geworfen? Aber es ist doch Milch da. Was ist denn das Problem? Kein Espresso. Kein Espresso? Wir haben zu wenig Kaffee, ey. Ich muss viel mehr im Vorrat haben. Ich hab doch Kaffee. Habe ich zu wenig? 10 Gramm. Aber ich hab doch den noch. Oh, 15 Gramm. Ach so, das ist natürlich irritierend. Das ist sehr irritierend. Da steht halt 1 und dann guckst du rauf und dann steht da 10 Gramm. Natürlich, mit 10 Gramm kann ich mir natürlich keinen Kaffee kochen. Eieiei, und jetzt habe ich nichts. Jetzt geht die Zeit dahin und ich kann nichts bestellen. Ich habe nur 21 Dollar. Können wir bitte ganz kurz mal schließen? Ich singe Ihnen ein Lied vielleicht. Oh Gott, ich brauche Vanillesirup. Ich glaube, ich nehme gleich ein bisschen mehr. Man weiß ja nie. Da ist ja was. Oh mein Gott, war das der Kaffee? Bitte mach, dass das der Kaffee war. Das war nicht der Kaffee. Nein, was war es denn dann? Oh Gott, es dauert noch so ewig. Na. Hä, was ist denn dann gerade gekommen? Milch? Hier habe ich einfach noch so viel Milch. Gott sei Dank wird die hier nicht schlecht. Dreck. Ich würde ja auch gerne mal was Marketingmäßiges machen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe nicht so wirklich viel Geld. Beanstagram. Beanstagram? Eigentlich ja für Kinder. 100. 150. Ach so, warte mal. Wenn du eins machst, machst du 100, aber wenn du einen mehr machst, zahlst du nur 50 mehr. Das heißt, wenn du einen machst, solltest du immer direkt auch zwei machen. Ja, die Drohne. Ja, schnell, 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 wir schaffen es noch. So, Kaffee ist da, alles gut. Doch nicht? War das nicht der Kaffee? Wo ist denn mein Kaffee? Ich hab doch Kaffee bestellt. Oh Gott, das dauert immer noch. Warum haben Hipster nichts zu bestellen? Das ist doch so medium gut, oder nicht? Schade, dass man das hier nicht direkt sieht. Zopf bearbeiten. Das ist für Business-Leute. Einfach nur Espresso. Ist ja eigentlich auch easy, ne? Ich hätte gerne irgendwie so ein bisschen mehr Möglichkeiten, was ich noch verkaufen kann. Meine Menükarte ist irgendwie zu klein. Ach so, ich könnte ja noch eine herstellen. Oh, der Kaffee ist angekommen, der Kaffee ist angekommen. Ja. Ah. Vielleicht sollte ich nochmal so einen Ersatzkaffee bestellen, falls irgendwas ist. Einfach nur so, ne, so, dass ich hier einfach einmal so einen habe, den ich ja eigentlich gar nicht verkaufen will, sondern einfach nur so, damit das nicht nochmal passiert. Bei der Milch brauche ich das nicht. Neue Zutat, Milchschaum. Alles klar, Leute. Nein. Oh, Bankrott, ja. Nein. Oh, nein. Oh nein, oh jetzt, genau jetzt, wo gerade, oh nein, ich hatte gerade so viele Kunden. Was, stopp, Pause, was? Ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Ich weiß nicht, ob das gemeint ist, dass sie 6 Zutaten haben müssen, 6 besondere, oder ob das 3 Kaffees halt, nee, zu gefährlich, meine ich. Boah, ich nehme echt schon lange auf, ne? Aber ich glaube, ich habe hier auch sehr viel zusammengeschnitten. Gehe ich auf jeden Fall mal stark von aus. Ich würde mir gerne einen Stuhl kaufen. Ich schiebe einfach hier mal einen Stuhl hin und her vorerst. Kann halt hier auch eine einzelne Person sitzen. Wenn ich genug habe, also genug Geld, würde ich sogar fast über noch einen zweiten Barista nachdenken. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Investition tatsächlich. Jetzt hätte ich gerne die von vorher wieder. Kann ich die wieder einstellen? Hallo. Ich würde gerne mehr Geld verdienen. Ja, genau. Anheuern. Was haben wir denn hier so? Oh, ich brauche ja auch noch einen Handwerker, ne? Erfordert mindestens 3 Bohnen. Ah, ja. Wie soll ich das sonst irgendwie machen? Gar nicht. Oh, guck mal. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber schlecht. Hab einen Kaffee, aber kann nicht mit Kaffee umgehen. Aber wir hätten hier das Gleiche. 8 Stunden für 58 und 12 Stunden für 54. What? Der ist schon sehr teuer. Oder wir nehmen den und dann schule ich den einfach direkt. Oh, für nachts. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Ich habe ja teilweise irgendwie... Oh mein Gott, ich muss jemanden einstellen. Anheuern. Ich habe ihn direkt angeheuert. Zeitplan hinzufügen. Dann machen wir auf jeden Fall, dass sich das da so überschneidet. Dann ist er jetzt vielleicht auch nochmal da. Und hilft ein bisschen. Ich glaube, das war nicht so schlimm, oder? Mit der Milch? Hier habe ich noch 2. Ich sollte immer 2 haben. 2 ist wichtig. Toppings. Ich glaube, hier bestelle ich einfach nochmal welche. Sicherheitshalber schon mal. Genau so. Schlagsahne. Ich wollte auch einen neuen Kaffee machen. Ich kann was mit Schlagmilch, mit Schlagmilch machen. Das soll ein Kaffee sein mit ganz viel Schaum. Den nenne ich Wölkchen. Ich brauche halt so eine hohe Tasse, weil da ist ja viel Schaum drin. Ich hätte gerne eigentlich ein Glas. Geht, glaube ich, nicht. So. Also, wir haben unten ein bisschen Espresso. Ein bisschen mehr. So. Dann haben wir Milchschaum. Was? Das mag keiner? Noch mehr Milchschaum. Noch mehr Milchschaum. Das mag niemand, oh nein. Wieder weg. Dann Vanillesirup mag auch keiner. Was ist denn das hier? Okay, irgendwas ist noch nicht gut. Sojamilch. Vielleicht sollte ich was mit Sojamilch machen. Wir machen den Milchschaum wieder weg. Wir machen heiße Sojamilch drauf. Das wird was für Touristen. Pass auf. Das wird nichts für Touristen. Kein Milchschaum. Dann machen wir vielleicht... Was machen wir denn dann? Nee, das mögen die nicht. Das ist kein... Nee, okay. Aber ich meine, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Nur das. Dann brauche ich einen anderen Becher. Wir gehen zurück. Wir nehmen eine andere Tasse. Wir nehmen die. Genau. Ja.
Nächster Schritt. Espresso und heiße Sojamilch. Milchschaum war nichts Gutes obendrauf. Ja, dann erstmal nochmal Espresso. Und dann nochmal heiße Sojamilch. Jetzt haben wir so einen Schichtkaffee. Okay, why not? Dann muss ich erstmal Sojamilch bestellen gleich. Dann darf ich das noch nicht drauf tun, ne? Was ist, wenn wir jetzt Schlagsahne drauf machen? Das hat für die Touristen, ist ein bisschen positiv. Das heißt, das machen wir. Blaubeere. Wir haben was für Touristen. Wir haben was für Touristen. Wir machen zwei drauf. Röllchen. Oh, das wird der Hit des Tages, Leute. Der Hit des Tages. Ein Sojawölkchen. Nächster Schritt. Zusammenfassung. Ja, also wir haben was für Lässig und Touristen. Und die finden es auch gar nicht so schlecht. Wir haben nur keine Sojamilch. Speichern. Ja, wir warten noch kurz ab. Oh, oh. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Das ist nicht gut. Oh, oh. Oh, oh. Espresso? Milch. Ja, Milch dürfte nicht so schlimm sein. Das andere habe ich, glaube ich, schon bestellt. Da ist schon was. Ach, Gott sei Dank. Ich muss sowieso erstmal Sojamilch bestellen. Wir nehmen direkt eine gute. Wir nehmen direkt, weil die das ja so gerne mögen. Wir nehmen die hier. Drei Stück. Weil das dauert ja eh, bis die ankommt. Dann schiebe ich die mal nach oben, bis die halt als erstes verbraucht wird. Und dann haben wir... Oh, da haben wir tatsächlich nicht mehr viel von. Also muss ich nochmal von denen hier was bestellen. Bestelle ich auch. Das ist drei, ne? Ja, Minimum drei. Und Kaffee auf jeden Fall auch. Ach du Schreck. Oh mein Gott. Okay, wir bestellen vier. Fünf. Langsam wird's heftig hier. Ich weiß auch nicht, ob ich dann auch nochmal so ein bisschen teurere vielleicht bestellen sollte. Davon habe ich ja noch was, ne? Das ist ja mein Sicherheitskaffee. Der wird dann erstmal jetzt verbraucht, falls wir gleich was brauchen sollten, weil das sieht schon schlecht aus. Dann haben wir hier noch so ein bisschen was. Aber ich glaube, die schütten den nicht zusammen. Oh Gott, nein, das dauert einfach viel zu lang. Ich bestelle nochmal sicherheitshalber einen Ersatz. Warum geht das schneller? Was ist das? Das Schlechtere geht schneller? Tatsache, das Schlechtere geht schneller. Dann nehme ich hier auch nochmal einen Ersatz. Oh Gott, dann muss ich ja wahrscheinlich von der Milch auch nochmal was bestellen. Ah nee, habe ich auch noch die. Ach Gott. Sojamilch ist auch bald da. Ich gucke hier immer so ganz vorsichtig bei der Schlagsahne, aber irgendwie verbrauchen wir da nicht wirklich viel. Was blubbt denn hier immer so? Tropft es vielleicht? Wieso ist denn jetzt kein Angestellter da? Was passiert? Warum ist kein Angestellter da? Habe ich die nicht hin und her geschoben? Verkaufe 15 Americano. Ja, akzeptieren. Das ist doch mein Americano, oder? Ich versuche das jetzt mal. Ah, Sojamilch ist angekommen. Oh Mann, ich muss auf den Zeitplan gucken. Dann kann ich es jetzt schnell raufsetzen. Wölkchen, Kaffeebohnen zum Menü hinzufügen. Was ist denn mit dem Espresso? Ah, da kommt er. So, Espresso ist da. Nein, ich wollte nicht draufklicken. Ja, der ist noch nicht so gut. Ich weiß, der Barista ist noch nicht so gut. Boah, ist das dreckig. Ich brauche einen Techniker, aber dafür brauche ich das hier. Verkaufe 10 Kaffees. Ah, ich brauche Stilpunkte. Oh, okay. Das heißt, ich muss einfach nur ein bisschen Deko kaufen. Eine Dose? Was ist das für eine Dose? Eine Blechdose. Mit Logo. Kann ich die hier draufstellen? Stelle ich einfach drauf. Finden die toll. Habe ich jetzt das gekriegt? Ich habe noch keinen Americano verkauft. Oh, ach, Jemine. Oh mein Gott, die war ja richtig teuer. Wieso habe ich keinen Stilpunkt? Oh, habe ich ja doch gekriegt. Oh nein, Barista mit der Fähigkeit Kaffee auf Mindeststufe gut. Ach so. Schlecht. Nicht schlecht. Ich müsste den hier... Oh Gott, das kostet 180. Und 12 Stunden. Dann wäre es gut, glaube ich. Dann muss ich 180 ansparen. Und dann kann ich den hier auf Tour schicken. 12 Stunden müssen dazwischen sein. Puh. Also direkt, wenn er fertig ist mit seiner Schicht. Oh mein Gott, ich muss aufhören. Ich wollte doch eigentlich nur so ein bisschen reintesten, aber irgendwie macht das voll Spaß. Was ist das hier schon wieder mit dem Espresso? Ja, der Espresso ist ja bald da. Ich habe 5 Einheiten geordert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hier, von dem letzten hier habe ich auch noch was da. Mein Ersatzkaffee, falls alle Stricke reißen. Jetzt könnte ich ihn. Aber es geht nicht mehr, ne? Wie spät ist das? 8. Oder warte mal. Doch, na klar. Stopp. Ich kann ihn doch. Ich habe das Geld. Den Kaffee war das, ne? Kaffee Mindeststufe gut. Ah nein, ich muss den hier. Oh, 240 kostet das. Aber der arbeitet noch. Sie. Hat die überhaupt so lange Zeit zwischendurch? Ich muss ja genau gucken, wann die nach Hause geht. Und dann muss ich sie losschicken. Um 4 Uhr. Ei. So, Kaffee ist da. Aber das läuft, ne? Wenn die zu zweit sind. Aber ich habe das Gefühl, der eine tut nichts. Der steht nur blöd in der Gegend rum. Das finde ich nicht in Ordnung. Der könnte doch auch arbeiten. Aber der steht da nur. Wir haben doch hier 2 Kaffeemaschinen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen die reparieren. Meine Kaffeemaschine ist kaputt. Ah nein, das wird ein Problem. Und dann haben wir keinen Milchaufschäumer mehr, wenn die kaputt ist. Hilfe! Oh Gott, ich habe Kredit bezahlt. Ich muss mir schon wieder Sojamilch bestellen? Ja, na gut. Ich bestelle ein bisschen mehr. Wie ist denn das jetzt so schnell passiert? Was habe ich denn hier für krasse Milch? Also ich habe ja viel verkauft, offensichtlich. Wow, ich habe doch noch 2. Ja gut, aber bis sie geliefert ist, dauert das, ne? Krass, krass. Ich habe halt einfach gar keinen Americano verkauft. Habe ich einfach keinen Americano? Ich habe doch Americano. Warum verkaufe ich den denn nicht? Die verkaufen den einfach nicht. Die mögen den gar nicht. Was ist denn das jetzt hier? Achso, Sojamilch. Wett. Boah, da brauche ich richtig viel Sojamilch. Ich kann 4 Tassen noch verkaufen. Sollte ich eventuell aufgeschäumte Milch? Hä? Habe ich das nicht? Aufgeschäumte Sojamilch. Oh. Was? Da könnte ich ja vielleicht an meinem Wölkchen nochmal was... Ich kann ja noch mehr Kaffee herstellen.
Und ich denke die ganze Zeit, ich kann das nicht. Neuen Kaffee. Alles klar. Dann nehmen wir mal dieses Tässchen hier. Ich nenne es mal Zuckerschock. Das ist dann wieder was Süßes. Wir machen allerdings Espresso unten rein. Dann machen wir aufgeschäumte Sojamilch. Nochmal. Richtig viel aufgeschäumte Sojamilch. Dann Sirup oben drauf. Nochmal Sirup. Mag keiner. Okay, das sollten wir vielleicht lassen. Es sollte ja schon so sein, dass sie das auch haben wollen, ne? Dicke Sahne. Was ist denn, wenn man oben noch so einen Schuss kalte Sojamilch oben drauf macht? Das ist lässig, habe ich gehört. Was ist, wenn ich da jetzt Espresso oben drauf mache? Nein, wohl nicht. Okay. Das ist dann sehr wenig Kaffee. Nächster Schritt. Ja, hier würde ich gerne noch mal ein bisschen, bei Toppings würde ich gerne mal forschen. Schlagsahne. Das wird irgendwie für niemanden was, habe ich das Gefühl, ne? Schlagsahne. Okay, es wird was Lässiges. Das ist okay. Noch eine Blaubeere. Das ist ja so einen bärigen Kaffee halt, ne? Waffelröllchen bringt für alle was, habe ich mal das Gefühl. Für alle so ein bisschen, aber der muss halt sein, der Zuckerschock. Jetzt haben wir schon wieder was für die Lässigen, ne? Aber der Name ist schön. Ich habe nur so die Befürchtung, wir brauchen ein bisschen mehr Sojamilch. Weil wir haben jetzt ein bisschen viel Sojamilch. War das Sojamilch? Schön überall Dreck. Oh, stopp, Pause. Ich muss sie wegschicken. Mitarbeiter. Nein, es ist zu spät. Kann ich sie trotzdem noch hinschicken? Ich mache das trotzdem noch. Dann kommt sie halt zu spät zur Arbeit. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich mache das hier. Brauche das, sonst wird das nix. Lay. Ich mache das jetzt noch kurz, dass sie auch, ne? Und dann muss ich aber wirklich aufhören. Kann ich nicht auch einfach so heiße Milch verkaufen? Versuch das mal. Worin würde man denn heiße Milch kaufen? Vielleicht in dem da? Milchstraße. Milchstraße. Oder auch nicht. Was habe ich denn da geschrieben? So, nächster Schritt. Ja, wir machen natürlich kaltes Wasser. Braucht eine Basis. Oh. Dann machen wir heißes Wasser als Basis. Heiße Milch. Dann ein bisschen aufgeschäumte Milch. Milchschaum. Nee. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das was wird. Das ist halt einfach nur heiße Milch. Und das ist nur was für Kinder. Aber wir kriegen das gleich hin. Es wird gleich wieder was für Rentner. Wartet mal ab, gleich geht's weiter. Genau, sowas hier. Kinder finden wahrscheinlich alles toll. Nee. Blatt, Rosette. Rose haben wir ja schon mal, ne? Eigentlich müssen wir jetzt Rosette nehmen, weil das ist mal was Neues. Das wurde noch nicht mehr erforscht. Das ist ja vielleicht auch richtig cool. Vielleicht sollten wir auch mal so Muster erforschen. Nächster Schritt. Ja, es muss ja Schlagsahne. Das ist halt alles Milch, ne? Aber dann sieht man das Schöne darunter nicht mehr. Ist mir egal. Ein Waffelröllchen. Oh, ja toll. Jetzt muss ich ja schon fast wieder Blaubeeren drauf machen. Dann ist das ja so ähnlich wie das andere, nur ohne dieses ganze Süßzeug. Alter, wie viele Beeren kann man drauf machen? Ich habe so viele Beeren drauf. Das kannst du fast essen, das Ding. Naja, Hauptsache, die mögen das. Ist einfach nur Milch. Heiße Milch mit Wasser. Ich habe nur ein Problem, wenn jetzt bald mein Milchaufschäumgerät kaputt ist, ne? Das wäre schlecht. Milchstraße. Mal sehen, wie teuer der ist. 5,50 Euro. Bitte was? Was war das? Was war das denn jetzt? Das war ein komisches Geräusch. Habt ihr die auch gehört? Ich muss schon wieder Espresso bestellen. Oh. Warum wird der denn überhaupt verwendet? Oder sagt er mir das jetzt die ganze Zeit? Ich mache das einfach mal so. Ich habe mal einmal einen in Vorrat da, ne? Nur damit er nicht die ganze Zeit sagt, ich soll das bestellen. Und hiervon bestelle ich auch nochmal genug. Soll ich nochmal einen Wasserfilter vielleicht holen? Ja, das machen wir auch. Wir holen nochmal einen Wasserfilter. Ich habe lieber ein bisschen zu viel da, weil die Sachen werden ja nicht schlecht. Und weil wir auch relativ viel mit Sojamilch jetzt machen, holen wir nochmal ein bisschen Sojamilch. So, einfach mal so 3 Stück. Einfach mal so. Dann schiebe ich die nach oben und wir nehmen auch nochmal ein bisschen Milch. Weil jetzt haben wir auch diese Milchstraße und so und das wird, ich glaube, wir brauchen da schon ein bisschen mehr Milch. Mehr Milch, Igitt. Die ist salzig. In 4 Stunden. Das geht aber schneller, als ich dachte. Schlagsahne ist immer noch so viel da. Oh, aber Blaubeeren. Blaubeeren bestelle ich mal neu. 2 Stück. Hä, wo ist das Ding gelandet? Da ist doch gerade was angekommen. Hä? Was? Ich habe 3 goldene Bohnen. Ja, eine Geldprämie von 500. Ja. Ich habe einen zusätzlichen Slot im Menü. Mehr Tagesrabatte, die ich sowieso nicht benutze. Aber da kann ich, glaube ich, meine Wertung nach oben bringen, wenn ich den Leuten dann einfach so einen Rabatt gebe, wenn sie sauer sind. Ich kann Reinigungskräfte anheuern und ein Badezimmer kaufen. Wow. Das ist eine gute Sache. Dankeschön für die Lieferung. Was kostet das Bad? Alles klar, 1500. Hab ich nicht. Ich sollte vielleicht vorher auch mal ein bisschen meine Sachen hier abbezahlen, ne? Jetzt habe ich ja gerade die Möglichkeit. Neue Zutat, Sojamilchschaum. Juhu! Also ich habe ja immer die Möglichkeit, hier mein Darlehen ein bisschen zurückzuzahlen. So, das mache ich jetzt einfach mal, weil ich muss ja auch immer 8% bezahlen. Jetzt aktuell 48 dann pro Tag. Ich komme ja gerade ganz gut so damit hin. Jetzt habe ich immer noch 300. Jetzt zahle ich nur noch 16 pro Tag. Wir kommen langsam, wir kommen. Ich muss ja auch noch meine Leute hier bezahlen, ne? Jo, Sojamilch. Ach so, ich habe ja die bessere bestellt. Ja, ja, genau. Wie? Warum? Was ist denn hier mit der Sojamilch? Da, zack. Da ist doch noch voll viel. Wieso werde ich bald ohne Milch sein? Ich tue jetzt erstmal die andere nach oben. Bestelle ich ja nochmal eine. So. Und schon wieder Espresso. Also ich kann die ganze Zeit nur Sachen bestellen. Ich glaube, ich muss einfach mal mehr bestellen. Ach so, kommt ja schon bald. Und hier habe ich ja zur Not auch noch. Okay.
Ist gut. So, jetzt stell dich nochmal schnell einen Handwerker ein. Aber dann war es das aber auch, ne? Ich brauche den ja eigentlich nicht so viel. Ich brauche ja eigentlich nur einmal kurz einen für, weiß nicht wie lang, 6 Stunden. Schlecht, schlecht, nicht schlecht. Ich nehme Sophia. Ach so, warte mal. Die kann ich gar nicht einstellen. Nein, erfordert mindestens 3. Wie viel brauche ich denn jetzt dafür? Nein, das geht ja gar nicht. Was soll ich machen, wenn das kaputt ist? Was mache ich dann? Was ist dann jetzt? Reparieren? Kein Angestellter gefunden? Aha! Das hat jetzt was gebracht. Dann brauche ich ja gar niemanden. Und ich mache mir den Kopf. Aber demnächst hätte ich vielleicht so viel Geld, dass ich mir das hier holen kann, wa? Ja, ich glaube, ich kriege eine Strafe, weil ich habe keinen Americano verkauft. Will keiner haben. Also, ich finde, mein Kaffee sieht jetzt nicht gerade sonderlich schön aus, aber es funktioniert immerhin. Ich habe leider auch nicht sonderlich viel Deko, wegen Geldmangel. Ich mache jetzt erstmal Pause. Ach Gott. Ich glaube, ich hätte schon Bock auf das Spiel, wenn das halt richtig dann auch rauskommt. So eine nette Beschäftigung hier. Ich weiß ja dann noch gar nicht, wie ich die Mission da lösen kann. Aber ich wollte ja auch so ein bisschen mal testen, wie das funktioniert, was man alles so umsetzen kann. Und ich glaube, man kann irgendwann halt auch so Donuts und so in der Art was verkaufen. Also mir hat schon Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. No more light.